Wissen, was machen? An Fernkampfwaffen, ob ich Munition machen kann oder sowas. Weil sobald uns die letzten 50 Wurfpfeile und alles ausgehen, glaube ich, sind wir tot. Im Nahkampf. Nein! Sonst müssen wir uns hier taktisch durchsterben. Nein. Hier ist eine Tür. Oh. Oh, die Bauarbeiter schießen hier, die helfen mit. Die räumen da gerade auf. Ja, die Minenarbeiter. Minenarbeiter. Oh, ich bin fast tot. Wollen wir da mal weiter? In links geht's weiter. Ich gehe erstmal hier lang. Ah, okay, wir haben Shortcut freigeschaltet, das heißt, wir müssen da links weiter. Die Minenarbeiter. Ja. Willst du eventuell was in den Kisten? Ja. Hast du was? Nicht wirklich. Hier geht's weiter. Ich habe einen Luftschacht gefunden, hier kann es auch weitergehen. Warte, wo? Ja. Ich habe Spacesuit, Chest und. Wie bist du da hochgekommen? Indem ich durch den Luftschacht. Und wo ist der Luftschacht? Das neue Ding an, könnte eine Rüstung sein. Über der Basis von den Typen. Ach so. Könntest du mir auch mal zur Abwechslung abgeben? Wo ist denn die Chest, die ich gerade habe? Chest ist normalerweise eine Kiste. Ach, da, okay. Chestware? Ja. Okay, ja, das sieht cool aus. Alpex hat so ein bisschen was Militärisches. Bringt's auch was? Keine Ahnung. Ich folge dir. Wir kommen näher. Was ist eigentlich unser Ziel? Wir müssen diese Kristalle finden. Du hast da einen riesigen Hammertyp. Ich weiß, dass ich da einen riesigen Hammertyp habe. Ich glaube, das ist der Boss von der Gegend hier. Befürchte ich auch. Kill ihn! Ja. Haben wir gekillt. Du sammelst den Preis ein. Na toll. Bist ein Held. Hier geht's weiter. Hier. Ja, Moment, da oben ist aber eine dicke, fette Kiste. Die will ich gerne haben. Kannst du von der Seite aus. Ah, ja, okay. Gut, erstmal die Locker und alles checken. Nichts. Ja, Blueprint nehmen wir. Ah, da ist nichts drin. Da sind nur 7 Dinger. Ah. 7 Zeug. Okay, wir sind hier, glaube ich, durch. Sieht so aus. Das heißt, wir müssen auf der anderen Seite jetzt weiter, glaube ich. Ja, die andere Seite ist offen. Die Seite hier? Die Seite hier. Hier ist wieder so ein Hammertyp. Jetzt sind mehrere Hammertypen. Das war kein Endboss. Gott, was ist denn das? Das war kein Endboss. Das sind einfach gewöhnliche Gegner. Oh nein. Bin doch nicht bescheuert und bekämpft die jetzt tausendfach. Die fressen super viel. Backpack. Hier komme ich nicht durch. Müssen wir auch nicht. Das ist nur für die Kiste. Können wir auch nicht. Die sind super langsam, deshalb den kann man super ausweichen. Sagt er und hüpft er. Er sagte gar nichts. Ich sagte. Okay, hier müssen wir nicht lang. Da müssen wir runter. Ja. Oh oh. Ich bin gestorben. Das dachte ich mir fast. Oh, Checkpoint bei dem Dingens dort. Das ist ein Checkpoint bei der großen Kiste. Und du stirbst. Ach, hast du. Alles klar. Wo bist du jetzt unterwegs? Ich mach jetzt diesen fucking Hammertypen fertig. Hier geht's noch rein.
Ja, okay, wenn er eingefroren wird, kann er wenig. Dann sind die Angriffe nämlich noch langsamer und dann hast du gefühlt eine Stunde zum Ausweichen. Mach Nalle. Der ist alle. So, hier geht's weiter. Oha, hier ist ein großer Kristall. Sollten wir vielleicht mal runter. Ich glaube, den brauchen wir. Ah, wir müssen. Ach du Scheiße. Oh nein. Der Zuneser und so. Ich bin fast tot. Dafür, dass es Horror heißt, sind das wenige Tentakel, möchte ich anmerken. Ich werde sterben. Jo. Ich bin hier, Checkpoint bei dem Dingens. Ich komme. Ja, alles klar. Das ist ein relativ linearer Bosskampf. Und ich bin nicht dabei. Ja, jetzt dreht sich wieder um, ne? Ja, alles klar. Ich habe seine Muster durchschaut, die sind relativ easy. Warum falle ich immer runter? Kann ich mich nicht zu deporten? Ja, kann ich. Ja, kannst du. Oh, der macht nicht mal viel Schaden. Nee, kann ich nicht. Wenn ich aufs Dings gehe, dann breche ich die ab. Ich kann nur die Mission abbrechen, nur runterzukommen zu dir. Ja, cool. Wärst du mal lieber zu mir runter, ne? Komm mal. Shit. Verdammt! Sterb hier mal noch. Das ist immer meine fucking Waffe. Ich nehme den Pulshammer wieder. Kann doch nicht sein. Oh, die Gegner bleiben despawned. Nein, bleiben sie nicht. Hast du den jetzt besiegt? Hast du den Großkristall besiegt oder was? Nein! Der hat mich gekillt, weil du nicht schnell genug wieder bei mir gespawnt bist. Sonst könnte ich mich wieder porten. Ich spawne hier oben, wenn du stirbst. Stirbst du hier oben bei den Bauarbeitern. Ja, ich weiß. Du musst erstmal wieder runterkommen. Kannst du ja nichts für. Wir müssen das irgendwie machen. Das ist ja relativ um die Ecke und die Gegner hier respawnen nicht, von daher. Alles easy, alles entspannt. Ich sterbe hier mal, wenn ich runterfalle. Können wir nicht durch. So, kommst du mal mit. Ich bin schon auf dem Weg. Und ich bin tot! Ich auch fast. Bist du... Hat sich auch gerade einfach runtergeschubst? Nee, nicht ganz, aber komm, porte dich zu mir, oder? Nee, geht ja nicht. Ich kann nicht porten, ich brauche aber nur 2 Minuten zum Runterkommen. Weil die Gegner sind ja jetzt tot. Ich bin tot. Das dachte ich mir fast. Kriegen wir beide die Level-Ups, wenn der Boss besiegt wird, oder... Wieder nur du. Ich glaube nicht, dass es gibt, glaube ich, keine Level-Ups. Ich glaube, es gibt Loot. Also ich denke mal, den kriegen wir beide, oder wir müssen uns darauf einigen, wer was kriegt. Ich bin auf dem Weg nach unten. Es kann auch sein, dass wir den Boss dann zweimal machen müssen, weil du auch noch ein eigenes Schiff hast. Ich weiß aber nicht. Das wäre lustig. Ja gut, im Zweifel einigen wir uns halt drauf, dass mein Schiff das ist, das wir benutzen. Ich komme. Oh Scheiße, was ist mit dem los? Ist er da 4 Arme? Hä? Wo bist du gerade? Beim Boss. Ich werde hier gerade gekillt. Dafür müssen das Ding in der Mitte ausschalten, Modi. Nein, ich weiß schon, was wir machen. Ich hab's nur beim letzten Mal mit dem Ausweichen verkackt. Oh, ich krieg davon nichts mit, weil ich hier wieder oben bin. Ja, ich weiß. Das ist ein blöder Checkpoint. Du musst halt immer wieder runterspazieren. Warte, ich komme dich. Komm, lass uns gemeinsam runtergehen. Ja, können. Tag auch. Wir sollten uns vielleicht auch koordinieren. Ich meine, wir sind 2 Leute. Wie soll das möglich sein?
Wir einigen uns drauf, ich mach die Schalter auf der linken Seite und du machst die auf der rechten. Wenn ich es mal überlebe. Spring doch vielleicht nicht einfach in der Mitte runter, sondern achte drauf, wo du hinfällst hier. Ich überlebe im Bosskampf keine 2 Minuten. Du musst ausweichen, du musst den den Laser-Tentakel-Dingern ausweichen. Ich bin gerade voll reingefallen in ihn. Was zum... What the... Ich häng... Oh. Schuss Horror. Oh! Ich kenne die Steuerung nicht. Und runterducken. Ich tank's durch und. Ja, perfekt. Nice. Ich habe ein Schwert verloren, kann das sein? Nee, nein, es ist nur nicht mehr auf deinem Quickbar. Alles klar, aber die Bossleben sind gespeichert. Hilfe. Ich bin gestorben. Ich hab eine Nachricht von der alten Frau, deren Namen ich vergessen hab. Aha, ja, die tippt dort die ganze Zeit unten. Das ist nicht nur du, die kommt da die ganze Zeit. Nichts zu sagen. Nein, nicht der Tippcomputer, sondern wirklich die alte Frau. Ja, steht dort unten. Das Textfeld ist die ganze Zeit schon dort. Jo, die Bossleben bleiben jetzt gespeichert, komischerweise. Ach, Dreck. Ich kann mit den Treppen nicht umgehen. Das ist mein größtes Problem hier. Ducken und springen, mein Freund. Ducken und springen. 2 Sachen, die ich nicht kann. Nein! Oh. Was für ein nerviges Spiel. Du wolltest es unbedingt spielen. Ich bin jetzt voll drin gerade. Der Bosskampf, den finde ich nervig. Keine Sorge, wir haben ihn in exakt... Warte auf mich. Kann ich mich nicht durchdenken? Kann ich mich nicht durchdenken? Okay, aber wir müssen ihn in 2 Sekunden haben, wenn ich durch bin. Du musst eigentlich nur in der Mitte das Ding drücken. Warte, ich bin hier. Medipack. Okay, was ist los? The fuck! Bist du mir gestorben? Ja, weil mich das fucking Tor gerade einfach in der Mitte rausgeschmissen hat. Beziehungsweise leicht gepusht. Dass ich voll auf den Boden klatsch. Warte, ich versuche runterzukommen. Nein, ich bin auf den Boden geklatscht. Auch? Ja. Das ist furchtbar. Das müsste jetzt aber gleich gehen. Wenn die Bossleben gespeichert sind, dann müssten wir jetzt... Sind sie. Scheinbar jetzt plötzlich. Ich habe hier noch das Schwert. Das könnte ich ja mal... Kommst du bitte runter? Ich möchte das ganz gern... dass das in der Aufnahme drin ist. Ja, Sekunde. Ach, scheiß drauf. Nein! Boss ist tot. Verdammt, ich war schon unten. Ja, ich hatte keine Chance mehr. Na toll. Ehrlich gesagt. Jetzt haben wir es nicht in der Aufnahme. Ja, geht halt nicht. Das ist Dreck. Der ist einfach nur geploppt. Ja, warum ein Computer-Dings, was war? Ja, kannst du zumindest den Loot holen. Kristall obtained. Alles klar, du holst keinen Loot? Ich habe die Maschine aktiviert. Kristall obtained. Ja, wir können uns dann darauf einigen, wer welche Waffe kriegt, weil da war cooles Zeug drin. Na toll. Es war ja mal wieder klar, dass du hier mal wieder die Maschine holst. Ich hätte eine helle Bade anzubieten oder ein Lightkiller, also ein Breitschwert. Ich nehme das Breitschwert. Alles klar. Ansonsten war da nur irgendwelche random Scheiße drin. Dann rüste ich mal die helle Bade bei mir aus und guck mir mal das Moveset an. Eben. Oh! Kannst du das Breitschwert in die Kiste legen? Kann ich. Moment. Hier bitte. Oha. Oh, wie viel Schaden macht die? 15, 9. Hoffentlich 4. Wie viel macht der Hammer? 14, 6. Die ist besser als der Hammer. Okay, das ist das Breitschwert One-Handed. Ich habe hier mehreres Zeugs. Ach, lol, dann ist der Loot doch für beide. Dann gib mir mein Breitschwert zurück.
Ich habe ein One-Handed Short Sword. Und Two-Handed Broad Sword. Was zum Henker? Ich weiß, bin mir gar nicht sicher. Wo also ich glaube, das Two-Handed Broad Sword habe ich dir gerade gegeben, aber ist egal, kannst du gern haben. Ich mag die Hellebarde. Die hat eine gute Reichweite. Die Hellebarde habe ich nicht. Ja, die habe ich gekriegt. Dann ist der Loot von Bossen anscheinend doch separat. Und ich habe hier auch außerdem... Two-Handed. Okay, das ist jetzt hier. Ja. Nicht schlecht. Gifteffekt. Hat die einen Gifteffekt? Ja, ich glaube schon, oder? Scheint so. Attackieren ist aber gut. Gar nicht schlecht. Was machen wir jetzt mit dem Kristall? Mit dem Kristall können wir jetzt hier rein, oder wie? Mit dem Kristall können wir uns wieder zum Markt porten und dann können wir uns... Back to the Outpost. Ja, dann müssen wir kurz zu dem Händlertypen ganz rechts. You have the respect of everyone here. Ah, sehr schön. Ja, zu dem Typen hier, zu dem mit der Ich kann mich gerade nicht porten. Sekunde. Ist das eine Zwischensequenz? Nee. Sekunde. Ah ja, kommst du gerade? Kann sein, dass du die Quest auch noch überhaupt annehmen musst, aber du hast ja eh schon alles. Mit dem Typen hier reden. Awards. Errungenschaft gestaltet, der Hopeful. Oh, Achievement. Ich meine, Repairing Field Drive. Jetzt habe ich hier so eine Animation, wo die, wo zwei Pinguine einen Kristall hier reinpacken. Okay, ist das zumindest halbwegs synchronisiert. Okay, nice. Okay. Cool, dann haben wir jetzt den FTL-Antrieb, also Faster Than Light-Antrieb. Das heißt, wir müssten jetzt auf andere Planeten kommen können. Jetzt geht das Spiel erst richtig los. Okay. Das war halt der erste Boss. Und wie kommen wir... Lol, da oben ist ein Kompass. Bei der Quest. Frau mit Brettschwert. Ah, die hat uns was zu erzählen. Rivals. Cutscene, oder? Nö. Accept. Exit your scan mode, Meta-Manipulator. Ich geh mal hier weiter, oder nicht? Das sieht die Startnahme Cthulhu abends wieder aus. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal Dinge scannen, um mehr über den Außenposten zu lernen. Ich dachte, wir können jetzt auf andere Welten und so. Können wir, aber das ist eine Sidequest, um eine neue Mechanik zu lernen. Ah, hier können wir hier nicht hoch. Mit Sackgasse. Ja, können wir auch nicht. Aber kannst auf die Sachen mit der Lupe klicken und dann ist cool. Aktivierst du mit N. Aha. Wir müssen ein paar Sachen scannen, damit wir mehr über den Außenposten lernen oder sowas. Toll. Ja, sind halt die Spielmechaniken, ne? Ich klicke einfach auf alles. Amazed, das ist Gate of Breathtaking. Oh, das ist ein... Wie ist der nochmal? Was? Wie ist nochmal Breathtaking? Der Schauspieler oder der Charakter? Der Schauspieler. Das werde ich dir jetzt nicht sagen. Verdammt. Komm, das ist lächerlich. Hast du Matrix gesehen in deinem Leben? Ja, etliche Male. Den neuen Teil habe ich noch nicht geguckt. Den neuen Teil habe ich noch nicht geguckt, aber. Habe ich nur Schlechtes von gehört. Aber du kennst den Schauspieler nicht, wenn du den Film so magst. Ich kenne den Schauspieler, aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Und ich habe hier scheinbar alles schon eingescannt. Ach cool, dann teilen wir uns das. Ja, sorry, ich spiele hier halt schon die ganze Zeit über. Topfpflanze. Ich keine Ahnung, ob was... die hier noch, oder? Ja. Ich glaube, wir müssen oben dann scannen, oder unten? Ich mach die Bar unten erstmal. Ich guck mal nach, ob du hier noch was... Nee, das ist noch nicht gescannt. Ich muss hier wahrscheinlich doppelt scannen. Das bezweifle ich.
Dann warst du hier schon mal, oder? Ich muss hier die ganzen Sachen hier auf der... Du bist gerade auf dem ersten Stockwerk, oder? Ja, ich muss hier noch alles scannen. Ja, da war ich auch noch nicht. Ich bin gerade erstmal nach unten zur Bar gegangen. Okay, der Tech-Typ. Wo ich die eine Quest schon gemacht habe. Die Pinguine sind süß. Ja. Die Quest von dem Tech-Typen, die solltest du vielleicht auch noch annehmen. Und wo ist der Tech-Typ? Erster Stock. Der hier. Genau. Der hat keine Quest. Für dich? Der hat keine Quest. Ah, seltsam. Bei mir hat er ja. Deshalb kann ich dashen. Das ist unangenehm, wenn du das jetzt nicht kannst. Ja, das ist... Oh, apropos, ich habe noch Chipkarten. Da können wir gucken, was es für Upgrades gibt und eventuell kriegst du die dann, damit wir ein bisschen Ausgleich haben. Außer sie sind wirklich geil, dann nehme ich die. Das ist ja klar. Ey. So, was müssen wir jetzt hier noch scannen? Oh, den Dash kann ich mir... Die Toiletten scannen. Wir haben schon, wir müssen zu Esther zurück. Ich scanne hier noch Toiletten. Oh, ja. Lol, hier ist ein Roboter? Hier ist ein Gegner. Wo? Hier, Roboter-Samurai oder so. Was? Warum hat er eine Lebensanzeige? Ich kann ihn nicht angreifen. Wo zum Henker bist du? Hier unten. Genau da. Der hat eine Lebensanzeige. Ah, der greift dich ja nicht an. Fuck. Nee, aber er hat eine Lebensanzeige. Was ist das irgendwann in einer späteren Quest, ne? Ich hab noch. Wir haben Scan der Outpost, haben wir noch nicht vollständig. Ich schon. Dann musst du noch was scannen. Ist den Balken, der ist noch nicht ganz gelb. Bei mir schon. Na, ich muss jetzt zu Esther zurück, da musst du noch irgendwas scannen. Scheinbar. Es ist so seltsam, was hier synchronisiert ist und was nicht. Okay, was habe ich noch nicht gemacht? Der Pinguin hat eine Quest. Okay, ich scanne mal noch ein bisschen. Okay, scheinbar muss ich hier noch ein bisschen. Ah, okay, die Bar hat mir noch gefehlt. Pinguin-Bar. Ah, okay. Return to Esther. Scan objects to find flowing clues. Dann wärst du mal auf mich. Ich bin schon wieder auf dem Weg zurück. Hi. Ja, warte mal kurz auf mich. Ich muss noch zu Esther. Wenn man sinnvoll ist oder was. Ich werde jetzt nicht irgendwo hin gehen schon. Lol, das bist du. Oha. Ich habe wen im Chat. Das ist ja was Neues. Asfa Zucker schreibt. Was geht? Dass du dich fragst, wer ich bin, ehemalig einfach Zuckermod von Bär. Mein Bruder. Ah, willkommen. Ein aus Bär mit Brille Community. Kenne ich nicht, aber cool. Ich kenne ihn. Oft bei den Streams gewesen. Okay, er startet eine neue Quest. Willkommen. Sorry, dass ich nicht auf dich. Ich bin hier gerade ein bisschen konzentriert im. Läuft mein Stream überhaupt noch? Sieht gerade sehr hängend aus. Noch. Alles cool. Ah, ja, läuft. 20.22 Uhr, ja, das ist ja relativ neu. Oh, cool. Habe ich nicht zu lange verpasst. Willkommen im Chat. Flashlight. Ich habe die letzten Minuten halt, ich gucke halt nicht auf den Chat, weil es ist, da ist halt nichts los. Das ist halt normalerweise relativ wenig. Deshalb gucke ich da nur alle paar Minuten rein. Das ist halt. So, scan objects to find Floran Clues. Ja, habe ich keine Ahnung, wie das geht. Das werden wir wahrscheinlich irgendwann rausfinden. Du musst das scannen mit N hier wieder. Tja, aber ich weiß nicht was. Okay, wir haben mehr Planeten frei. Wo bist du? Auf meinem Schiff. Wenn ich mir das mal angucken wollte. What the fuck? Okay, warte, ich komme zu dir.
Lass mich auch drauf gucken. Nee, ich bin jetzt auf meinem Schiff. Ich kann mein Schiff scannen. Oh, cool. Stuhl, Stuhl, Stuhl. So, wie kann ich auf deins kommen? Indem du dich wieder zu mir portest, so wie immer. Ach so. Spielst du das Spiel erst seit 5 Minuten oder was? Ach du Scheiße. Was ist ach du Scheiße? Wollen wir mal nach Zeballerei Prime 4? Wir sind nicht auf zu schwierige Planeten, weil... Die sind all... Das, die haben keine Schwierigkeit, das ist nur... das sind die Planeten, die wir, wo wir überall gehen können. Zeber 612 habe ich hier. Hostel. Hostelship. Komme ich zum Hostelship? Hostelship. Feindliches Schiff. Ja. Unangenehm. Terminus Rim 3. Okay, was haben wir hier? 2HL612 habe ich hier. Celestial Interference Prevention Child Scan. Hier kommen wir noch nicht hin. Wir können hier zu Food Disturbation Station. Ich würde erstmal auf irgendeinen random Planeten gehen, weil ich keine Ahnung habe, wie das geht. Okay, go. Mhm. Was? Nichts passiert. Ja, ich weiß. Hey, wie funktioniert das? Muss man das manuell irgendwie eingeben, die Koordinaten oder was? Das ist ja richtig scheiße dann. Hörst du es jetzt? Nein, ich höre nichts. Wieso hörst du die Musik nicht? Ist ja blöd. Ah, oh. Mit Rechtsklick, natürlich. Macht das Ganze ein bisschen romantischer hier. Moment, ich hab noch. Ich hab noch die Dinger. Du hast Party gemacht. Also das sind diese Dinger hier, dieser... Ja. Reward Bag heißt das. Oder was? Ja. Die kannst du öffnen. Was bringt das? Ah! Upgrade Modul. Oh, ich hab ein Upgrade. Komm. Upgrade Modul hab ich. Cool. Die Blueprints kannst du lernen, indem du sie aus dem Inventar rausziehst, so wie alles andere auch. So, ich hatte ja irgendwo eine wichtige Kiste mit Zeug. Ach ja, das hatte ich hier vorne drin. Kann ich die jetzt auch noch... Wie kann ich die denn öffnen hier? Ich habe noch... weitere von den Dingern. Ich habe einen Diamanten. Irgendwie nicht. Wie kann ich denn diese Tüten hier öffnen? Mit welcher... Ist das eine Maustaste, die du benutzt hast, oder? Ich habe es aus dem Inventar herausgezogen. Aha. Du nimmst das Ding, ziehst es irgendwo hin, wo nicht dein Inventar ist und klickst. Aha. Davon habe ich einige hier. Ja, weil du nie irgendwelche Questbelohnungen geöffnet hast. Okay, nun, was habe ich davon? Was habe ich bekommen? Ich habe diese Komponentendings, das ja. Ich mach mal das. Oh, ich hab einen Kallox Nebulaser Bolt Sword Two-Handed. Damage per Swing 8,5. Ja, nice. Aber das Breitschwert hat 14,9. Das ist stärker. Ja. Dann nimm das Breitschwert. 3,7, 3,1, 14,9. Ne, Quatsch, das nehmen wir raus. 14,9, ja, das ist. Das zu meiner Waffenkiste. Ist das beste Schwert, was ich habe.
Das ist cool. Ich räume mein Inventar gerade ein bisschen auf. Mach das. Oh. Upgrade Chips? Okay, dann gehe ich noch mal kurz zu den Schiffstypen. Das heißt, wir können potenziell dann Schiff upgraden schon. Zumindest meins. Und ja, das macht ja Sinn. Auch Upgrade, was du hast. Ich habe hier ein Upgrade-Modul. Upgrade-Komponent steht dort dran. Okay. Ich weiß aber nicht wie. Geil. Wenn du es weißt, wie, sagst du mir, dann machen wir das. Die Musik mag ich irgendwie. Das klingt gut. Jetzt habe ich Minecraft geöffnet. Passiert mir öfter. Starbound. Ship Update. Auto Update im Ship. Wir singen das, damit du das auch hörst.